Großer Schulstart jetzt am Montag, auch in Cottbus vor allem. Ganz besondere Bedingungen, Corona. Erstmal, wie sind die Schulen aufgestellt? Alles fit soweit? Soweit ist erstmal alles gut geklärt für nächste Woche. Beginnt ja die Schule. Alle sind ganz doll aufgeregt, die Schulleitung, die Lehrer, die Schüler und die Eltern. Aber letztendlich wurde gut vorgesorgt in den Ferien. Man hat 3 Konzepte ausgearbeitet. Und hier war eben die Möglichkeit zu schauen, wie können wir uns in Cottbus bzw. die Cottbuser Schulen sich gut aufstellen aufgrund der Situation mit Covid. Das vielleicht mal erklärt, 3 Konzepte. Jede Schule musste also 3 Konzepte arbeiten. Für welche Fälle dann? Genau, also jede Schule musste 3 Konzepte ausarbeiten. Zum einen, wie ab nächste Woche der reguläre Schulbetrieb beginnt. Das ist das Regelkonzept, wo aber eben Vorschriften da sein müssen, wie zum Beispiel regelmäßig die Hände waschen, dass Seife vor Ort ist und so weiter. Dann gibt es das zweite Konzept, was eben wechselt in Distanzunterricht und direkten Unterricht. Und das dritte Konzept ist dann die Schulschließung, wo dann der Distanzunterricht stattfindet. Weiß man denn, ab wann welche Fälle eigentlich eintreten? Das kann keiner so richtig sagen, wie was passiert. Das ist ja eben die Herausforderung für alle und wo eben auch die Sorgen bestehen, sodass man dann im Einzelfall vor Ort in jeder Schule gucken muss, wenn ein Fall auftritt. Und hier ist es dann eben in Absprache mit dem Gesundheitsamt notwendig, zu schauen, wie die Kette sozusagen stattgefunden hat, die Ansteckungskette. Und dann muss man eben entscheiden, was ist jetzt notwendig. Von daher ist es gut und wichtig, wenn die Schulen primär homogene Gruppen sozusagen in den Konzepten gebildet haben. Das heißt, dass nicht immer, wenn ein Covid-Fall auftritt, dass dann die ganze Schule geschlossen werden muss, sondern dass eben dann eine Schulklasse beispielsweise zu Hause bleiben soll. Also das ist so die Möglichkeit, wo man hofft, dass man schafft, dass dann auch ein Teil von Kindern bzw. Schülern am Unterricht vor Ort wieder teilnehmen können. Das heißt aber nicht, die Kinder, die zu Hause bleiben müssen, dass dann keine Beschulung stattfindet, sondern dann erfolgt die Beschulung über den Distanzunterricht. So wie wir es davor auch schon mal hatten, genau. Dann ne, vor den Ferien. Ein bisschen geübt sind wir ja schon durch die erste Welle. Von daher gibt es da eigentlich auch nur Anpassungen an die Konzepte und wir schauen, was wird. Großes Thema ist ja immer so ein bisschen die Maskenpflicht, da sind ja die Länder so ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Gibt es denn da jetzt schon klare Signale von Brandenburg, wo man sagt, ja, die Schüler müssen im Unterricht keine tragen oder auf den Fluren ja? Gibt es noch keine klaren Signale? Wir warten noch drauf. Heute früh gab es schon erste Informationen, dass eben in Brandenburg darüber diskutiert wird, die Maskenpflicht einzuführen an Schulen. Momentan ist es noch freiwillige Sache an den Schulen, was in Hygienekonzepten eingearbeitet werden kann, wenn eben nicht die Abstandseinhaltung möglich war. Deswegen warten alle noch gespannt, was es wieder für Vorschriften geben wird. Und natürlich die Frage Test. Also Lehrer können sich ja, glaube ich, testen lassen. Wie ist das geregelt? Das wurde jetzt auch kurzfristig geregelt, dass Testungen stattfinden können. Und hier sind die Lehrer inbegriffen und aber auch das weitere Personal an Schulen. Es gibt ja noch das pädagogische Personal neben den Lehrkräften, wie zum Beispiel Schulsachbearbeiter, Hausmeister, Schulsozialarbeiter und so weiter. Also diese haben auch die Möglichkeit, sich testen zu lassen, was auf freiwilliger Basis ist. Beziehungsweise wenn Symptome vorliegen, ist immer der Hintergrund, dann muss man sich testen lassen. Ich nehme an, das war ein großer Aufwand für die ganzen Schulen, überhaupt die ganzen Konzepte und Pläne zu erarbeiten, oder? Ja, auf alle Fälle. Vor allen Dingen war ja auch noch Ferienzeit, Urlaubszeit. Und daher ist es immer eine Herausforderung, sich wieder auf Neues einzustellen, beziehungsweise auf neue Vorschriften. Nochmal kurz nachgefragt, so ein paar Zahlen und Daten. Wir haben, glaube ich, gehört, rund 750 Schulanfänger gibt es in Cottbus. Genau, ungefähr. Die Zahl steht noch nicht fest. Die können wir im nächsten Bildungsausschuss dann mitteilen. Aber das ist unsere erste Hausnummer, sage ich erstmal, die wir jetzt wissen mit heutigem Datum. Und freie Träger gibt es ja auch, ne? Also bei den freien Schulen sind es ungefähr 50 Schüler, okay. Die, also Cottbuser Kinder, die an diesen Schulen den Unterricht wahrnehmen.